Servus wieder draußen auf YouTube. Herzlich willkommen zurück zu weiterem Fauna-Video. Wir sind heute mit dem neuen Helden drin, und zwar Hulda oder Midgard, Schlange auf Deutsch. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gespielt. Muss ich ja, weil sonst wird's kacke, ne? Und der ist richtig, richtig cool. Ich erkläre gleich noch ein bisschen was dazu. Wir spielen auch die neue Event-Map, also die neue Map, die mit dem rausgekommen ist. Und genau, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn der Kampf losgeht. Bis dann. So, los geht's. Aber auch das Intro, das ich mal gesehen von der Verteidigerseite, finde ich ganz gut. Dann ist die Stimme, wenn ich so oft sterbe. Und schön, dass ihr wieder mit am Start seid. So, mit dem neuen Helden, da freue ich mich ja echt drauf. Dann kann man natürlich auch gleich, ich denke, das werde ich auch bald rausbringen. Da kommt auch ein Guide dann raus, wie der Held wieder funktioniert. Das gibt es ja bei mir seit dem neuen DLCs immer. Nice, siehst du, der ist schon weg. Richtig gut. Ja, Hulda, wie gesagt, oder Midgard-Schlange, Typ mit einem Hammer, Thor inspiriert, würde ich mal sagen, weil er hat coole Moves drauf. Ist ungefähr eine Klasse, kann man jetzt ungefähr gleichstellen mit, ja, Centurio. Also kann man jetzt nicht gleichstellen, nö, ist jetzt nicht der gleiche, aber der Sinn dahinter ist, man zieht dem Gegner die Ausdauer weg. Und das macht der Centurio auch ganz gern. Genau deswegen. Oh. Und seht ihr? Boom! Da haben wir gleich mal schon den Move. Und dann können wir gleich Hyper Armor nutzen und die Exekution rausballern. Gut, dass ich noch so viel Leben hatte. Ich habe schon ein bisschen Angst gerade. Richtig gut. Jetzt gehen wir mal hier hin. Gibt's da was? Ne, da drüben? Ne, leider nicht. Dann laufen wir weiter. Ja, ist ein echt cooler Held. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man nicht spammen sollte, finde ich. Mit dem, weil dann stirbt man eher. Oh fuck. Schade. Marmelade. Kleiner Drecksminion. Genau, wie gesagt, spammen sollte man halt echt nicht. Das lohnt sich einfach nicht, weil die Gegner, die werden dem Ganzen recht gut ausweichen. Ihr müsst da Kombis machen, aber es ist ja gleich alles im Guide, bevor ich jetzt hier rumlabere, deswegen. Das wird alles da schön erklärt. Und ich bin auch kein Profi, ich habe gestern gespielt, ich wollte eigentlich die Folge heute schon hochladen, aber gestern hatte ich nur Runden, wo das ganze gegnerische Team nur diese neuen Helden hatte, und das ist halt echt anstrengend. Ich kann ja natürlich auch noch nicht so gut. Und da muss man hier die ganze Zeit so aufs Maul gekriegt, ohne Witz. So aufs... Schlimmer als sonst. Danke. Und deswegen dachte ich mir so, ja, nee, das tust du dir jetzt mal nicht an. Oh. Hatte Angst. Schade, Marmelade. Oder hat Angst vor der Balliste, das kann ich auch sagen. Ja. Das ist ein schöner Plagegeist-Charakter, macht sehr viel Spaß. Aber genug davon. Zum Weiteren, was noch rausgekommen ist, für die, die es vielleicht nicht wissen. Es ist tatsächlich noch, wie heißt es für... Oh, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren, sorry. Wow. Und danke dir. So, also ich sag mal, das ist noch ein Rework für Orochi, Shinobi und Nobushi rausgekommen. So zumindest stand es in den Patch Notes. Und die habe ich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Da werde ich mich mal ein bisschen reinlesen müssen, was da passiert ist. Würde mich nämlich echt interessieren, tatsächlich. Ich habe heute schon gegen Nobushi gespielt. Das ist ein bisschen anders, muss ich sagen. Sie ist ein bisschen krasser drauf. Oh, sag Gott. Zieh mir dem doch mal die Ausdauer weg. Komm, es geht. Hä? Okay. Wer nimmt es jetzt? Alles da, du nimmst es. Ich komme mal mit zur Begleitung. Irgendwie hatte Hidukiri gerade auf einen Schlag wieder volle Ausdauer. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ist ja auch wurscht. Nö. Ich glaube, der schafft es. Ist niemand mehr, oder? Ich gehe trotzdem noch ein Stück mit. Man weiß ja nie. Ja, easy. Komm. Können wir gleich da hinten wieder runtergehen.
muss gleich noch den Defensivbuff mitnehmen. Der müsste doch da sein, genau. Na, auf jeden Fall macht sehr, sehr viel Spaß. Ich denke, da werden wir einige coole Folgen mit dem Typen haben. Und ja. Es wird nix. Ich muss dir bei dem da helfen. Holy shit, was war denn hier los? Ich habe nichts mehr gesehen. Aber ich habe, glaube ich, noch ein paar mit in den Tod gerissen. Eieiei. So, Hallöchen. Da sind wir wieder. Boah, das ist gerade krass. Da habe ich überhaupt nichts mehr sagen können. Ich war so konzentriert einfach, was passiert hier. Ach ja, so ist Sturm. Aber macht eigentlich ganz relativ viel Spaß, wenn du ein gutes Team hast. Ja, boom. Jawohl. Na, 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 na. Oh, du kleiner, kleiner. Oh, cool. Mann, kann der mal hier bleiben? Da wolltest du abhauen. Boah, ist das ein Feigling, ey. Feigling-Plünderer da. Du piekst mich nicht, ich will da unten zur Heilung. Pfe, Frechheit, will er mich einfach pieksen. Sehe ich gar nicht ein, nehme auch die Stiefel mit. Ich habe jetzt in letzter Zeit, vielleicht ist euch aufgefallen, nicht so viel hochgeladen. Ich hatte ein bisschen privat noch zu tun, also einiges Zeug. Und dann sitze ich noch an meinem Gamescom-Cosplay. Ich mache ja Star-Lord. Und das wollte ich noch fertig kriegen. Vielleicht sieht man ja einen von euch auf der Gamescom, wäre ganz cool. Boom. Ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf. Und ja, deswegen gab es nicht so viel Content, weil ich auch echt verpeilt war. Also es lag jetzt nicht daran, dass ich so wahnsinnig viel zu tun hatte. Ich hatte viel zu tun. Ja, so ist es nicht. Aber für eine Folge wäre eigentlich Zeit gewesen. Das war einfach nur mal wieder meine Verpeiltheit. Und deswegen, sorry. So, wo sind denn die ganzen Gegner eigentlich? Was sind das hier? Wir sind hier am Rambock. Bleibt stehen. Das ist ja richtig so. Oh. Weißt du, aber Zone clearen kannst du mit dem hier eigentlich nicht so gut. Und deswegen, ja, wird das hier ganz schön igelisch werden jetzt hier gleich. Ein bisschen Zone spammen. Ja, toll. So. Ich schnetzle euch alle weg. Oh, da kommt er. Ich sehe dich nicht. Mann! Darf ich weg jetzt? Diese scheiß... Oh Gott. Diese scheiß Minions. Schau mal, wie sie mir hinterherlaufen. Fuck. Nein! Oh, danke. Und boom! Nein! Ha! Boah, was ist denn? Leute, ey! Menschenskinder, der ist mal einmal im Modus und kriegt mir wieder so auf die Fresse. Komm her. Oh fuck, jetzt hat er den gleichen Trick gemacht wie ich. Oh! Jawohl, danke dir, mein Freund. Ja, man muss selber noch ein bisschen gegen die Klasse einfach lernen, das ist ja klar. Was man so kann, was man nicht kann damit. Wir haben eigentlich die Ramme so gut down, schau das mal an, ey. Wir müssen da unten nochmal clearen, das finde ich nochmal auf und Dingsbums, ne? Auf und Dingsbums vor allem, dass die nicht nochmal rammt. Hüpp.
springe ich das mal schnell weg. Nee, du nicht. Oh. Oh fuck. Holle. Och Mann, fucking shit. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ah, es ist es, wenn du den Helden nicht kannst. So, moin. Ach so, das ätzt mich an. Das meine ich, man darf halt nicht spammen. Ich wollte halt diesen Dash hinkriegen, aber ich hätte einfach mal antäuschen sollen und Guard breaken müssen. Aber das ist es. Du kannst den Helden nicht, willst irgendwie so eine bestimmte Sache durchkriegen und ja, dann versaut man es halt, ne? Oh. Okay. Passt. So. Weg. Bap. Weg mit dir. Mann, mach doch nicht das, das wollte ich doch gar nicht. Nein! Nein! Hm, du Fische, Alter! Mann, der Plünderei. Macht auch nur Schwere die ganze Zeit. Moin, da bin ich wieder. Weißt du, was ist das? Nur mal so, deswegen spiele ich nicht so gern Sturm. Also ich spiele gerne Sturm, ne? So von Morus, ich mag das wahnsinnig gern, das Prinzip. Aber du hast immer Teammates, die nie zur Ramme gehen, weißt du? Ich bin gefühlt der Einzige, der bei der Ramme dann mal ist. Deswegen hätte ich gerne mal irgendwie einen Squad, mit dem man immer vorne spielen kann, der dann auch das begreift, dass man hier an der Ramme stehen muss. Aber nein, hasst mich, geht ja nicht, ja? Man muss ja irgendwie da oben kämpfen. Und diese Punkte unbedingt verteidigen, die sind so nutzlos. Natürlich hat man dann die Bogenschützen da oben, ist logisch, aber die Ramme muss stehen bleiben und dann nützen dir auch die Bogenschützen nichts. Alter, ey. Was, das ist so ein Stricher, Alter. Au. Ich stehe schon wieder hier mitten in diesen Minions. So eine Scheiße. Och Mann. Und er kriegt mich wieder durch sein Scheißglück, weil er. Oh, weißt du? Weil ich in diese scheiß Minions gerannt bin. Ach Mann, sorry, da werde ich immer ein bisschen sauer, weißt du? Wenn sie immer durch Umwelteinflüsse von dem Spiel gewinnen. Ist ja lustig und so, ja, wenn man jemanden runterwirft, da habe ich ja keinen Stress mit. Aber so war es ja, dieses ständige Weggedodge die ganze Zeit. Oh, krieg ich echt Hass. Da kriege ich einen Hass. So, der läuft da lang. Ich glaube, der braucht keine Hilfe. Aber der da oben könnte Hilfe brauchen. Puh, da muss ich mich erstmal wieder beruhigen ein bisschen. So, gerne doch. So, du kriegst erstmal meinen Hammer auf die Fresse. Okay, gut. Oh, Alter. Wollt ihr auch was anderes? Nein!
Nein! Mann! Das nervt. Immer gegen 3-4. Fällt euch das mal auf hier? Habe ich jetzt eigentlich außer am Anfang mal nur gegen einen gekämpft? Weißt du, sie sind immer zu dritt unterwegs. Dann werde ich immer getötet. Kleiner Strich, Alter. Alter, ey. So, danke. Dieses Gedodge, ey. Sehr gut, töte ihn. Wunderbar. So, nichts sehen. So, Rambok kaputt, sie haben gewonnen. Arschloch. So. Nee, geh weg. So, weißt du, der Kampf ist aus und er muss hier noch rumspammen. Das ist so typisch Orochi. Boah. Alter Falter, ey. Mann, da wirst du echt aggro bei sowas. Ich zumindest. Mich macht das irgendwie immer sauer. Aber es war trotzdem lustig. Finde ich zumindest. Und ich finde es immer sehr anstrengend, aber auch am Anfang sich mit einem neuen Helden zu befassen. Weil du halt den Helden erstens nicht kannst und zweitens, wenn du andere neue Helden hast, musst du, also wenn du den gleichen hast, musst du, weißt zwar, was er tut, aber du hast irgendwie auch keine Ahnung, wie du darauf reagieren sollst. Und das ist immer das, was einen dann noch mehr nervt. Zumindest mich. Aber Spaß habe ich trotzdem. Cool. Ja, dann würde ich sagen, was ist für die Folge wieder? War aber auch ordentlich lang. Ihr Sturm ist ja immer ein bisschen länger. Und mich freut, dass ihr dabei wart. Ich werde dann einen Guide, denke ich, heute oder morgen noch draufladen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.